Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock hier bei EAFC 24. Eine neue Saison startet und wir wollen direkt reingehen. Wir wollen ein paar Sachen ändern, wir wollen ein paar Sachen anpassen und das wird tatsächlich, glaube ich, eine Folge werden, wo wir ein bisschen uns mit dem Team Management befassen werden. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Das Stadion werden wir noch nicht anpassen. Wir haben zwar schon eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, aber da gehört noch einiges mehr dazu, logischerweise. Direkt als allererstes wollte ich mal den... Wir haben uns ja entschieden, dass Fosu Mensah auf jeden Fall noch bleiben wird. Und dass wir den Kurtulus verkaufen werden, deswegen packe ich den mal sofort auf die Transferliste. Und sehr wahrscheinlich wollen wir auch den Keitel abgeben. Der wird höchstwahrscheinlich auch gehen. Aber ich glaube, das ist keine wirkliche Überraschung. Deswegen, die werden wir jetzt auf die Transferliste packen. So, dann werden wir aber erstmal als nächstes, wir haben ja ein bisschen Budget, wir haben ja 56 Millionen. Und da werden wir uns jetzt erstmal so ein bisschen um den Jugendstab kümmern. Und zwar, Moment, ich muss kurz husten. Den Anton Kaiser, den werden wir einmal feuern. Jawohl. Und dann gucken wir doch mal hier nach was Neuem. Der kostet 3,5. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich hier den Lukas Hermann. Und ich glaube, den Schweizer, den nehmen wir tatsächlich auch weg. Und dafür nehmen wir dann den anderen, den wir hier eben gerade gesehen haben. Oh, oder wir nehmen hier tatsächlich nochmal so einen Kollegen. Werden wir mal tun. Jetzt haben wir auf jeden Fall richtig, richtig gute Scouts. Die werden wir dann auch schon mal losschicken. So, er wird in Deutschland bleiben, der Lukas Hermann. Der Kollege wird tatsächlich nach, obwohl wir können auch mal was ganz Wildes, was ganz anderes machen. Wo könnte denn tatsächlich sonst mal Hansa was Neues aufbauen? Irgendwie, wo sie mal ganz neu ein paar Spieler herholen. Obwohl Ungarn ist, glaube ich, ganz cool, weil Ungarn haben wir, also wir haben ja tatsächlich ein paar Ungarn bei uns. Und den letzten, den schicke ich mal tatsächlich, nee, Holland nicht. Den letzten, den schicke ich mal tatsächlich nach, ich würde ihn mal nach Polen schicken. So, dann haben wir das schon mal und den Jugendstab haben wir schon mal verbessert. Das ist ja schon mal gut. So, wir können mal allgemein nach hier Scouts gucken. Der Philipp Engel, der ist tatsächlich noch nicht so gut dabei, ne? Der ist tatsächlich noch nicht so gut dabei. Wir rufen den mal zurück. Schreib mir mal auf, dass der La Liga war. Philipp Engel La Liga. So. Die anderen, da warte ich mal ganz kurz, wieso die aussehen, wenn er wieder zurückkommt. Gut. Und sonst würde ich tatsächlich mal sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Teamstrategie. Und hier möchte ich mir mal ganz kurz die Coaches angucken. Beziehungsweise dürfen wir noch jemanden dazu holen. Wir dürfen noch eine offene Position für einen Coach haben wir noch. Eine offene Position für einen Coach haben wir noch. Und können wir hier schauen, haben wir jetzt hier den fünften. Haben wir hier den fünften Torwartfähigkeit? Nee, tatsächlich leider nicht. Das ist ja
natürlich sehr ärgerlich. Aber wir dürfen auf jeden Fall einen Coach dazu holen. Aber nur 3 Sterne ist natürlich blöd, ne? Nur 3 Sterne ist natürlich sehr schade. Mittelfeld haben wir auch nur 3 Sterne. Eieieiei, das ist ja nicht gut. Defensive? Bei der Defensive haben wir 5 Sterne. René Kaiser. Den würde ich doch auch glatt dazu nehmen. Schaut mal, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal 18. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Dann machen wir mal Wunschliste. Wissenslevel Experte 4 Sterne oder höher. Wir machen mal 5 Sterne. Das wird unsere Wunschliste werden. Bei den anderen, das sieht ja aktuell leider nicht so gut aus. Aber wir bleiben mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal einen Coach dazugeholt. So wie wir dürfen. Und ja, dann kann ich euch ja nochmal sagen, stimmt, ihr habt natürlich nochmal wieder ein paar Kommentare da gelassen. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben noch ein paar auf der Scouting-Liste. Und zwar, Moment, ich muss schon wieder husten, es ist wirklich schlimm mit der Erkältung. Wir suchen ja nach wie vor einen Box-to-Box-Spieler und diese haben wir uns noch aufgeschrieben zum Scouten. Ismaël Koné vom FC Watford. 1,88 groß, 25 Jahre. Bringt eigentlich sehr, sehr gute Stats tatsächlich mit. Weiterpass und Flair hat der Kollege. Müssen wir mal gucken. Spielt, wie gesagt, bei einem englischen Verein. Wird deswegen eine dementsprechende Gehaltsvorstellung haben. Dann haben wir noch Alvin Sanchez. Das ist ein Schweizer. Ein sehr talentierter Schweizer sogar tatsächlich. Ruhepol hat er, finde ich auch sehr, sehr cool. 1,80 groß, hat richtig gute Ausdauerwerte, kurzer Pass, First Touch, Antizipation hat er. Auch super, also sieht schon sehr, sehr stark aus. Dann Philipp Ugrinic, auch ein Schweizer. Harter Pass und unerbitterlich. Der Ausdauer gute Werte, Stärke gute Werte. Stellungsspiel ist gut, nicht so groß, 1,84, dafür aber eine gute Sprungkraft, Weitschüsse kann er. Dribbeln kann er auch. Dann Lukas Bergwall, der taucht ja auch immer wieder bei uns auf. Der Kollege. Der ist ja immer mal wieder ein Thema. Den werden wir auch nochmal scouten. Entscheidender Pass, weiter Pass, Ruhepol. Dann Neuhaus, der ist mir aber ehrlich gesagt schon zu alt. Florian Neuhaus find ich ein sehr talentierter deutscher Spieler tatsächlich, wenn er sein komplettes, also alles abrufen kann, was er kann. Ist ja unfassbar stark. Aktuell kann er es leider im echten Leben nicht so sehr. Die Arbeitsraten gefallen mir auch nicht ganz so gut, aber genau, da schauen wir natürlich mal. Und ich glaube, wir haben noch ein paar. So, hier. Und zwar haben wir noch mit aufgenommen. Muss ich ganz kurz gucken. Der Renato Sanchez haben wir noch mit aufgenommen. Damaliges Wunderkind. Jetzt mittlerweile hier auch schon 29. Stats sehen nicht mehr ganz so gut aus. Hat auch nur eine 80. Aber wir haben ihn mal draufgepackt. So, dann schaue ich nochmal weiter kurz. Genau, hier ist die Riege, die wir noch drauf hatten. Kefren Thuram, der kleine Bruder von dem anderen Thuram. 1,92 groß, hat auch super gute Stats. Den habe ich mir mal mit aufgeschrieben. Der spielt bei Real Sociedad, also bei San Sebastian. Dann natürlich Koné, absolut krasser Spieler. Ist aber super, super teuer, wie man sehen kann. Spielt bei Inter. Sonst aber finde ich den richtig klasse. Also ich liebe den Spieler, den finde ich wirklich toll.
Dann haben wir hier noch Palacios. Den habe ich noch drauf gepackt. 28 ist er. Ist aber leider zu Tottenham gewechselt. Also wird dementsprechend auch eine, wie soll ich jetzt sagen, eine etwas krassere Gehaltsvorstellung haben. Dann haben wir mit draufgepackt Ivan Ilic. Flair und Trivella kann der. Auch tatsächlich 1,85. Linker Fuß tatsächlich. Arbeitsrate hoch. Ausdauer sieht auch gut aus. Auch ein sehr, sehr guter Box-to-Box-Spieler. Dann haben wir noch den Christian Medina. Er hat zwei Spielstile, Technik und First Touch. 1,78, aber sonst auch richtig, richtig gute Stats. Spielt bei Burnmouth. 84 wird aber auch tatsächlich sehr, sehr teuer sein, deswegen tippe ich mal. Dann Alexander Prass ist ein Österreicher, 26, ZM, 1,80. Schöne Arbeitsrate nach vorne. Kann sogar Freistöße schießen. Entscheidender Pass, Technik und Flair hat der Kollege. Und ja, das waren sie soweit. Das waren eigentlich alle, die ich euch zeigen wollte. Und zwischen denen wird sich das wohl dann entscheiden. Und als nächstes gehen wir mal in die Teamzentrale. Und Kolke beendet tatsächlich nach der Saison seine Karriere. Es ist soweit, Leute. Mit 37 dann ja. Junge, der hat aber lange durchgehalten. Not bad, not bad, not bad. Der Kollege möchte gerne einen neuen Vertrag haben. Wir gucken mal ganz kurz durch. Hier sind das viele, die einen neuen Vertrag haben wollen. Siebert, Kurtulus bekommt nichts. Karlsson hätte gern einen neuen Vertrag. Stamenic hätte gern einen neuen Vertrag. Buschowski hätte gern einen neuen Vertrag. Aber den würde ich auch tatsächlich jetzt verkaufen. Den packe ich auf die Transferliste. Der Miranda, ich glaube, der wird sich auch nicht mehr großartig entwickeln. Hat er sich auch gar nicht. Den werde ich, glaube ich, auch verkaufen. Wir gehen jetzt hier tatsächlich einfach mal so ein klein wenig durch. Karl Mayer. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich ganz viele einfach nicht mehr. Und die brauchen wir ja hier auch nicht halten. So, den Jakobsson, den wollen wir auf jeden Fall verlängern. Der ist auf jeden Fall richtig strong. Der Carter Banks, ich glaube, der kann auch weg. So, der wechselt. Viktor Hansen, der kann, glaube ich, auch weg. Hier müssen wir mal ein bisschen gucken. Nick Kraft. Packen wir auch mal auf die Transferliste. Mach mal so einen kleinen, aber feinen Ausverkauf. Der Gustav Nilsson soll auf jeden Fall weg, das ist richtig. Dann der Burton, den würde ich wieder verleihen. Und den Dyer, da gucken wir mal. Ich habe mir tatsächlich die Ziele noch gar nicht angesehen. Vielleicht sollten wir da mal gucken. Also, was haben wir denn hier? Verpflichte mindestens 3 Spieler unter 20 Jahre mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Okay, also da wird auf jeden Fall gescout wie wild. Wir haben bei Finanzen mittlerweile nur noch Mittel, das ist auch sehr cool. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 15%. Das finde ich ist ein relativ cooles Ziel. Ich glaube, das kriegt man gut hin. So, wir sollen einen wichtigen Spieler... Ah, das passt ja. Einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaftsposition Mittelfeldspieler oder Stürmer verpflichten und erreiche eine Serie von 5 Siegen in dieser Saison. Okay, Europa League, wir sollen die Gruppenphase erreichen. Das hoffe ich mal, kriegen wir vielleicht auch hin. Und wir sollen uns wieder für den Europapokal qualifizieren und in der DFB-Pokalrunde der letzten 16 erreichen. Das ist aber das geringste Ziel. Also die beiden sind wieder sehr, sehr hoch. Ich glaube, das sind eigentlich ganz gute Ziele, finde ich. Von daher passt das doch. Okay, dann wollen wir mal durchgehen.
Der Kollege möchte auch einen neuen Vertrag haben. Wir gehen jetzt einfach mal... Wir gehen jetzt einfach mal durch, die auf jeden Fall offensichtlich sind, ja? Fangen wir mal mit unserem dritten Torwart, beziehungsweise zweiten Torwart, ist es ja jetzt mittlerweile an. Ich wollte gerade sagen, darf ich auch überspringen? Perspektivspieler, das passt. Ja, 2 Jahre, ist auch okay. Eine Freigabesumme? Nee, würde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht machen bei dem Kollegen. Weil sonst fehlt uns nachher dann einfach der Ersatzkeeper. Machen wir mal 1-3. Na komm, ein bisschen entgegenkommen kannst du mir ja. Oh, der will weniger Handgeld haben. Geben wir ihm vielleicht ein bisschen mehr Handgeld. Ach, wir nehmen das einfach an. Das ist okay. Das ist okay. So, dann haben wir hier, die sind alle glücklich mit dem Vertrag. Der Siebert, wir müssen ja eigentlich auch versuchen, unsere Schlüsselspieler so ein bisschen wegzukriegen. Also der Siebert, ups, Entschuldigung, der Siebert. Der soll eine Vertragsverlängerung kriegen und hier wäre ganz gut, wenn er Rotation kriegen würde. Nimmt er sogar, sehr schön. So, der hat noch eine Vertragsdauer von 5 Jahren. Und verlängern wir wenn nur um 1 Jahr. Eine Freigabesumme von 17 Millionen. Lehnen wir mal ab. So, aktuelles Gehalt. Wir versuchen es einfach mal wieder mit 15. 17,5, ja. 16,5. Komm schon, 17. Nee, okay, dann nehmen wir das an. Weil wir versuchen ja ein bisschen von den Schlüsselspielern runterzukommen. So, der Gächter, da ist noch alles gut. Der Kurtulus, der geht weg. Der Karlsson hätte gern einen neuen Vertrag. Da gucken wir auf jeden Fall mal rein. Perspektivspieler. Das findet er in Ordnung. Das ist nice. Machen wir nochmal 2 Jahre on top. Dann ist er noch weitere 4 Jahre da. 4,9, Kollege. Na, 2,5. Okay, das passt ihm so gar nicht. Na gut, kann man ja auch verstehen, ne? Nee, da will er mir gar nicht entgegenkommen, ne? Na komm, dann nehmen wir das an. Dann nehmen wir das doch an. Kollege, so, Sadilek, Stamenic auf jeden Fall. Der wird ja auch nochmal sehr, sehr spannend. Stamenic wäre vielleicht auch tatsächlich noch so eine Überlegung, den Kollegen abzugeben. Da wird sich ja wahrscheinlich nicht mehr so viel entwickeln. Wir versuchen ihn erstmal von der Rolle irgendwie runterzukriegen. Er soll auf jeden Fall nicht mehr Schlüsselspieler sein. Er will aber Schlüsselspieler sein, ne? Nee, das ist so ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Da brechen wir das jetzt mal ab. Ich packe ihn mal auf eine Transferliste und gucke einfach mal. Ich schaue einfach mal, was passiert. So, der Kollege, der ist auf der Transferliste, der auch. Der Vertrag läuft hier aus bei dem. Das ist ja auf jeden Fall ein übelstes Talent hier her. Mal ein Perspektivspieler. Nee, er will sogar tatsächlich schon Rotation.
Aber dann könnte sein, dass wir seine Rolle nochmal umstellen dürfen. Also dann wäre es ganz gut, wenn er, glaube ich, eine andere Position spielt. Wenn er eine andere Position spielt. Okay, 4,8. Damit ist er zufrieden. Das ist gut. Der ist weg. So, jetzt kommen hier auf jeden Fall die ganz spannenden. Das sind beides wichtige Spieler. Das sollen sie auch gerne bleiben, obwohl ich fast am Überlegen bin, den Uzun abzugeben. Aber dann haben wir halt kein ZOM mehr, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Aber wir gehen mal in die Vertragsverhandlung rein. So, wichtig. Doch, komm. Verlänger mal noch um ein Jahr, mein Friend. Okay, das will er. 57 Millionen. Ich glaube, das würde ich sogar machen. Ich versuche die nochmal ein bisschen höher zu drücken. Die Freigabesumme. 62,5 wollen sie, das ist nice. So, er würde gerne so viel Geld haben. Da gucken wir mal ein bisschen. 22. 19. Da will er gar nicht runterkommen. Nee, dann werden wir ihm das geben. Dann werden wir ihm das geben, weil ich habe schon mal das paar Mal erlebt in der Zwischenzeit, also in den Aufnahmepausen, dann schon mal versucht, das immer so ein bisschen zu verlängern. Die Problematik ist nur, dass sie sich da überhaupt nicht drauf einlassen. Und dann wird es nachher so ein bisschen verbuggt, ehrlich gesagt. Dann werden einfach, also, als wenn dann die Gehaltsfragen random werden, ne? So, dann wird das Gehalt plötzlich wieder enorm erhöht, wovon man sich auf einmal denkt, so, hä? Also, es... Ganz merkwürdig. Ach, jetzt habe ich Uzun auch wichtig gegeben. Verdammt. Verdammt. Ich wollte ihm doch Rotation geben. Ach, vergessen. Er möchte auch eine Freigabesumme haben. Glatte 50 Millionen. Das ist okay für uns. Gehalt versuchen wir nochmal ein bisschen zu drücken. Der will auf jeden Fall weniger Gehalt haben. Was ich ganz geil finde. Der will zum Beispiel auch gar kein Handgeld jetzt, wie man sehen kann. Ja, und da wird es dann jetzt halt immer irgendwie random, ne? Da wird es dann immer irgendwie so ein bisschen random, habe ich den Eintrag. So, Mohammed, der hätte gerne auf jeden Fall einen neuen Vertrag. Huch. Das wollte ich nicht. Aber durch die Trainingspläne dürfen wir natürlich auch noch durchgehen gleich. Sporadisch, das ist in Ordnung. 2 Jahre drauf ist auch in Ordnung. So, und Gehalt kriegst du... Komm, 4,2. 4,4 möchte er haben. Gut. Das ist doch in Ordnung. Dann Ruben Sanchez tatsächlich möchte auch einen neuen Vertrag. Ach, gucke mal. Also es ist gut, dass wir jetzt tatsächlich am Anfang direkt die ganzen Verträge durchgehen, weil da sieht man einfach, wie wichtig das ist, ne? Weil die Zufriedenheit, sonst startet man gleich mit einer absolut beschissenen Zufriedenheit ins Jahr. Nochmal 14. Oha. Da hat er keinen Bock, bei uns zu verlängern. Das ist ja ärgerlich. So, Hansen wird verkauft. Lehmann. Novoa. Möchte auch mehr Spielzeit haben. Und einen besseren Vertrag. Das kann man natürlich verstehen. Hallo, wann kann ich überspringen jetzt? Gut, also du kannst gerne wichtig haben. Meinetwegen keine Verlängerung. Ja, das ist nur eine Vertragsanpassung. 24 und 20 Tore, dann willst du eine Mio haben.
Na gut, 24,5, okay, ist dann halt so. Burden möchte einen neuen Vertrag haben. Und Duck noch. Und dann sind wir doch hier schon bald durch. So, Duck möchte gerne Schlüsselspiele haben. Das ist in Ordnung. Häng nochmal noch ein Jahr dran. Oh, 30. Ich meine, ich will ja nicht so sein. Ich meine, die bringen ja richtig krasse Leistung, ne? So ist es ja nicht. Oh nein. Nein. Weil wir so geizig sind. Ach, Mensch. Schade. Also wir müssen uns, ich schreibe mir mal auf jeden Fall Sanchez und Duck nochmal versuchen zu verlängern. Weil sonst ist die Stimmung richtig, richtig blöd. So, Burton verlängern wir auch mal. So, 1,5. Eins, sieben. Nee, okay. Da bewegt sich dann auch nichts mehr. Dann nehmen wir das an. Und der liebe Dyer. Der soll natürlich noch kommen, der Kollege. Wir gehen mit den allen essen, doch. Gehen mit den allen ins gleiche Restaurant essen. Leute, ich sage euch das. So, sporadisch. Der Dyer, der kann ruhig noch mal ein paar Jahre. Der will keine Verlängerung haben. Na gut. Dann machen wir das halt so. Wir gehen mal auf 9 hoch. Nee. Okay, Duck, Sanchez und Dyer. Das ist natürlich hardcore. Dass wir da jetzt die Verträge nicht verlängern können. Aber wie gesagt, ich schreibe mir das alles auf. Hier, Verträge, Doppelpunkt. Die auf jeden Fall. Achso, dann wollte ich noch ganz gerne Entwicklung durchgehen. Da wurden wir nämlich auch darauf hingewiesen, dass noch nicht alle einen Trainingsplan haben. So. Moretti, der macht dann mal hier ein bisschen den Vorstopper. Oh, der Carlsson hatte die ganze Zeit auch keinen. Eieiei, das ist aber nicht gut. Versucht ihn mal so ein bisschen offensiver einzustellen, weil der ja dann Schienenspieler wird auf jeden Fall. Oh, Giabi hat auch keinen Entwicklungsplan. Sag mal, Jin, was ist denn los mit dir hier? Das ist ja der Teufel. Wir gehen mal hier so ein bisschen, ja, defensives Mittelfeld, das finde ich ist gut. Karl Mayer, wir geben jetzt einfach allen hier nochmal ein. Eben auf die Schnelle. Ja, wie man sehen kann, mit 21 ist da nicht mehr so viel. Der sieht halt so krass aus, der Spieler, ne? Der sieht halt so, so krass aus. Den würde ich vielleicht auch nochmal gerne umformen. Geil, der kann sogar ZOM und Dings sogar super, super schnell lernen. Das ist halt auch cool, ne? Ich glaube, den packen wir mal als ZOM. So, Carter Banks. Nehmen wir einfach mal den Kollegen hier. Ah, er kann seinen Positionswechsel machen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Let's go. An der 78 noch um einen Punkt verbessert. Nice. Ey, das freut mich. Richtig cool. Sanchez ist jetzt endlich RAV.
Richtig geil. Und er kann sich sogar noch entwickeln. Das ist ja der Hammer. Also er könnte vielleicht noch ein bisschen, bisschen hier offensiver Außenverteidiger. Das finde ich ist stark. So, was haben wir denn sonst noch hier? Der Hansson, auch wenn der verkauft werden soll, der soll ruhig noch ein bisschen hier was mitmachen. Kann ja auch so durchgehen. Fällt mir gerade ein. Machen wir mal den hier. Machen wir mal Knipser. Moment, hier können wir nochmal kompletter Stürmer. Mobiler Stürmer können wir hier nochmal trainieren. Das ist auch geil. Amino Sieb hat auch keinen Trainingsplan. Eieieiei. Anspielstation, ein bisschen Physis hochprügeln brauchen wir bei ihm, glaube ich, nicht. Ne? Dann machen wir mal hier mobiler Stürmer. Ich glaube, das ist schlauer. Und hier machen wir mal ein bisschen noch Spezialbewegung, glaube ich, hoch. Er lernt ein bisschen Anspielstation und Dyer. Könnten wir auch nochmal auf eine Anspielstation packen. Dann würde ich doch mal sagen, dann haben wir doch alle. Zumindest erstmal. Habe ich noch was vergessen? Nee, wir schauen uns mal gleich den Scout nochmal an hier. So, Leihangebot für Burton. Da geht's doch schon los. Dann machen wir doch mal hier ein Jahresleihe. Tauschgeschäft Valencia mit Cenk Özkasar. Aha, wer sind sie? Sogar mit dem linken Fuß, okay. Aber da bin ich, glaube ich, eher beim Pavlovic schon tatsächlich. Kollegen. Moment, da schauen wir jetzt nochmal. Also. Mindestverkaufssumme, ja komm, da. Also 22,5 würde ich schon ganz gerne dafür haben. So, Keitel. Hier ist auf jeden Fall Everton dran. Das finde ich schon mal gut. Da verhandeln wir doch nochmal. Weil an sich finde ich das Angebot top. Millionen. 8,5. Das wollen sie annehmen. 8,5 für Keitel, ey. Das ist doch ein Top-Deal. Das ist doch ein super, super Deal, ey. Spieler auskuriert. Lichtes kann auf jeden Fall jetzt wieder dran teilnehmen. Wir haben hier Erhöhung des Transferbudgets. Das ist nice. Mikkelsen ausgeliehen. Hier wurden auf jeden Fall die ersten Sachen ausgeliehen. Ich bin froh. Super, wir sind uns einig. Ich kann dir keine Spielzeit geben. Ich bin froh. Ich kann dir keine Spielzeit geben. Ich bin froh. Und ich bin froh. Sehr gut, Nilsson. Dann sind wir uns ja einig. 20. Ja, es geht runter, weil die Spieler uns wieder verlassen quasi. Transferangebot für Stamenic. Oh, 27,1. Also das ist auf jeden Fall zu schlecht. Warte mal. Was steht da? 39, ne? Ja, also 32. 32 wäre schon nice.
32 wäre ja schon Topovic. So, ich wollte ja tatsächlich jetzt hier nochmal ganz kurz gucken bei den Scouts. Nein, stopp. Ah, jetzt, okay, jetzt kann ich ihn feuern. Scout feuern, jawohl. Ja, weil guckt mal, hier haben wir auf jeden Fall eine viel, viel bessere Einschätzung. Vier Sterne. Dann nehmen wir den ganz gerne. Und wie gesagt, der kommt wieder zurück in La Liga. Und dann werden wir doch hier den Johann Hunziker, ne, den Kollegen, der Kilian Scholz, den werden wir auch entlassen. Scout zurückrufen, der kommt dann auch in 2 Tagen wieder. Eins. Ah, okay. Transferangebot für Kurtulus gegen... Warum wollen die alle tauschen? Leute. José Gragera, ne. Nee, Kollegen. Nee, nee. So machen wir es nicht. So, Hansson hier zu Al-Ali. Das finde ich gut an sich. Das finde ich sehr, sehr gut. Da gehen wir sogar noch mal ganz kurz rein hier. Machen wir eine 1,9. Die haben ja die Kohle. Ups, das ist falsch. Na gut, dann nehmen wir den halt an. Wie du deine Karriere damit irgendwie kaputt machst, ne? Wenn du damit 20 hingehst. Hardcore. Und Keitel verlässt uns hier jetzt auf jeden Fall schon mal. Geht zu Everton für 8,5 Millionen. Da haben wir auf jeden Fall einen guten Deal rausgeholt, wurde uns jetzt hier gesagt. Das ist doch nice. Übereinkunft hier 22,3. Ui. Ach, ich wollte 30 haben, ne? Bin ja auch blöd. Ne, das lehnen wir dann erstmal ab. Na, das ist vielleicht Blödsinn, aber so 28,5. Mal gucken. Mal gucken, was sie sagen. So, Burton will auf jeden Fall dahin geliehen werden. Das kriegen wir hin. Da verhandeln wir mal direkt. Akzeptieren wir. So, hier schön runtergehen. Könnt natürlich auch was abnehmen, ne? Das wäre ganz nett. Genau, so machen wir es. Das finde ich ist klasse. Und Trabzonspor möchte gerne Schowski haben. Das finde ich an sich auch gut. Ist auch eine gute Summe für den Kollegen. Versuchen die trotzdem nochmal auf 3 zu ziehen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Das machen sie sogar. Gehen nochmal 200.000 drauf. Das ist doch ganz nett. Gut. Ah, ist damit nicht keine Ablösesumme. Schade. Das ist doch auch schon mal eine sehr, sehr gute Summe. Da gehen wir mal direkt rein und verhandeln. Für den Nilsson. Machen wir mal 3,5. Mal gucken.
3-4, was sagt ihr dazu? Gut, dann nehmen wir das 3-3 an. Das ist in Ordnung. Dann werden wir Gustav Nilsson auch noch los. Sehr, sehr schön. So, jetzt sollte mittlerweile der Scout hier auch wieder da sein. Muss ich noch kurz überlegen, wo war der? Ach so, der war in... Der war in Großbritannien, ne? Ach, jetzt haben wir hier sogar noch einen anderen. Ah ja, das ist ja spannend. So, ab nach England. Zack, dann haben wir das zumindest so ein bisschen verbessert. Wir wollen ja jetzt auch nicht die ganze Kohle ausgeben für Scouts. Von daher warten wir da mal. Ich wollte heute auf jeden Fall bis zur Einladung zum Vorbereitungsturnier zocken. Weil das würde ich nochmal gerne entscheiden, tatsächlich. Anson verkauft, Transferangebot für Kraft. FC Girona ist interessiert. 9,8, auch ein richtig gutes Angebot. Gehen wir auch direkt rein und verhandeln. Komm. Da sind doch wohl 12,13. Da sind ja wohl 13 drin, oder? Oh, okay. Da haben sie gar keinen Bock mehr, überhaupt was zu verhandeln. Eieieiei. So, das ist der Buschowski, glaube ich. Genau, der verlässt uns nach Trabzonspor in Richtung Türkei. Guter Preis. Oh, wir hätten sogar einen viel, viel besseren Preis rausholen können für den. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Interesse an Duranville. Ja, das passt aber soweit. Rako. Sein Carter Banks interessiert. 3,5 Millionen. Das finden wir gut. Da versuchen wir noch ein bisschen was rauszuziehen. 3,8. Das wollen sie auch machen. Sehr schön. So, und Kurtulus, wir haben jetzt eine Antwort. Boah, 22,5 ist die Antwort. Da warten wir nochmal ganz kurz. Was RB sagt, da hatten wir ja schon ein viel, viel besseres Angebot tatsächlich. Da Nilsson verlässt uns jetzt und David Burton wird ausgeliehen. 12 Monate zu Como. Gustav Nilsson verlässt uns zu KAA Gent. Guter Transfer wird uns hier gesagt, das ist doch schön. Boah, 29,5. RB Salzburg, na, das nehmen wir doch dann an, ey. Komm, kriegen wir euch noch auf 30 gezogen. Wir suchen uns mal ganz langsam vorzutasten. Ja, machen sie sogar über 30. Nice, 30,5. Das ist doch topo. Das lassen wir einfach mal offen. So, Stamenage hier, 31. Ah, oh, wenn ihr uns noch ein bisschen mehr gebt, ne? 34,5. Kommt noch ein bisschen, ein kleines bisschen mehr. Interesse an Bisek. Rest ist so. Kraft möchte ich hier gerne tauschen für jemanden. Nee, das finde ich nicht so gut. So, machen wir das mal. Jetzt würde ich gerne eine Antwort hier haben. Ja, gucke mal, Start Brest.
Noch ein bisschen. Noch ein bisschen, Kollege. Noch ein bisschen. So, Banks wird verkauft. In Richtung Raku geht's für den jungen Mann. Auch einen guten Deal haben wir dort gemacht. Das ist sehr schön. Transferangebot für Miranda. 5,3. Das ist auch ein guter Preis, finde ich, für den Kollegen. Richtig guter Preis. Wir gehen nochmal auf eine 7. Das machen sie sogar. Sehr schön. Kriegen wir doch nochmal mehr Kohle raus. So, und ich hoffe, wir kriegen jetzt vielleicht... Kurtulus verlässt uns! Kurtulus verlässt uns, Leute. Es zieht ihn weiter in Richtung Salzburg. Auch sehr spannendes Projekt für den Herrn. Auf Wiedersehen. Kurtulus, mach's gut. Und vielen lieben Dank. Meine war jetzt viele Jahre da. Viele Jahre auch ja Kapitän gewesen. Das ist doch auf jeden Fall top. Das ist doch auf jeden Fall top. Augsburg hätte den auch gerne. Egal, wir haben ja jetzt schon mit Braga da verhandelt. So, aber dann würde ich doch mal sagen, wir gehen hier mal rein und werden uns auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger holen. Und zwar der liebe... Wo ist er? Da! Der liebe Pavlovic. Ich finde, das sieht, also ich finde, das sieht nach einem übelsten Biest aus. Und den werden wir uns jetzt holen. Und der ist erst kürzlich gewechselt. Hä? Hä? Oh, was ist das denn jetzt? Das ist ja total beschissen. Oh, was ist denn das jetzt? Ich dachte, der ist doch gar nicht gewechselt. Oh Mann, ey, was soll denn das? Der ist auch erst kürzlich gewechselt? Warum steht denn da dann... aber wieso wurde mir denn nicht Bescheid gesagt, dass die Interesse haben an dem? Oh, dann hätte ich ja das Angebot doch annehmen können von Valencia, wa? Oh, Mann. Jetzt kriege ich den Pavlovic nicht. Das ist doch so mies, ey. Auch erst kürzlich untergekommen. Das gibt's doch gar nicht. Aber wenn, wollen wir ja Spieler würde nicht verkaufen. Okay, cool. Nee, also wenn will ich den haben. Freunde. Schreibt's mal unbedingt in die Kommentare. Ich dachte, wir können jetzt hier mit einem richtig coolen Ende quasi glänzen. Schreibt's bitte wirklich unbedingt in die Kommentare, wen wir da jetzt holen wollen. Weil das, finde ich, ist jetzt eine ganz miese Geschichte hier. Also ich wäre immer noch für Pavlovic, dann müssten wir aber überbrücken, weil so wie da das aussieht, ich glaube, wenn... Also wenn das dort steht, dann können wir den, glaube ich, erst wieder in der Winterpause holen. Ich meine, wenn, okay, dann wäre das so. Dann wäre das so. Wir haben ja jetzt auch den Moretti wieder bekommen. Und wir haben Siebert ja sonst auch noch notfalls wieder da. Also wir haben ja aktuell tatsächlich sonst erstmal keinen verloren. Schreibt es, wie gesagt, mal gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, weil ich würde schon gerne, wenn, auf diesen Pavlovic draufgehen. Weil sich jetzt hier noch einen Ersatz zu suchen,
Das finde ich irgendwie blöd. Wenn vielleicht noch der Morata, ich zeige euch den hier nochmal. Hat auch ein ganz gutes Sprinttempo, eine krasse Sprungkraft, super Zweikampfswerte, kann auch passen, hat auch eine relativ gute Ballkontrolle, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Also wenn wäre noch der Morata drin, ist auch ein Linksfuß, aber am liebsten wäre mir der Pavlovic. Den zeige ich ja euch auch nochmal. Klar ist der andere auch ein Tick schneller. Und der hat kurzer Pass. Was hat der hier? Kurzer Pass. Wo ist das? Ich gerade blöd. Kurzer Pass. Der hat nur eine 66. Eieieiei. Ja, dann schreibt's mal gerne in die Kommentare. Morata? Oder Morato? Entschuldigt. Morato, mal wieder ein Brasilianer bei Hansa, so wie Gletson damals, der Innenverteidiger. Oder der liebe Pavlovic, aber der wird dann erst später geholt. Gut, dann würde ich doch mal sagen, da schauen wir uns dann, oder da warte ich dann auf jeden Fall auf euer Feedback. Aber wir nehmen hier auf jeden Fall nochmal das Testspiel an. Ich habe schon irgendwie Bock gegen Real zu zocken, ne? Das ist halt schon echt ein geiles Turnier. Ich glaube, wir gehen da rein. Gut. Wir haben noch eine Nachricht. Wir haben hier noch Mohamed Lehmann. Mit dem verhandeln wir auch nochmal. Machen wir mal 2,5, mal gucken. Nee, wollen sie nicht. 2,2. Die wollen ja gar nicht davon ab, doch. Na gut, dann bleibt es hier bei 1,9. Und Miranda, komm, da werden wir auch nochmal verhandeln. Gucken, was die sagen, 8,5. Das machen sie auch, gut. Okay, aber den Rest, den schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. War jetzt natürlich eine reine Management-Folge. Wir haben auch erstmal noch niemanden verpflichtet. Das wurde sich auch tatsächlich extra gewünscht, keinen Schnellschuss zu wagen. Wir beobachten das alles hier und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt, ne? Also schreibt es unbedingt unten rein. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.